Es ist Rottenführer Vogel, erklärte vor der Kommission, ich allein habe 1944 während kurzer Zeit 18 Waggons solchen Raubgutes nach Deutschland verdammt fertig gemacht. Alles ging an die Adresse der Strafanstalt Berlin-Plötzensee. Pässe von Ermordeten. Polen, Russen, Holländer, Franzosen, Tschechen, Serben, Norweger, Dänen, Griechen. Fontenot-Omer, Franzose, Landarbeiter, 20 Jahre alt. Bruno Cornac, Italiener, Lehrer der Vorschule. Petrus Josef Janssen, Holländer, Elektromonteur, 20 Jahre alt. Konstantin Sanukopoulos und Schwester, Griechen. Irina Eleonora Peters, Polin, aus der Stadt Radom, 32 Jahre alt. Drei nur durch Zufall dem Tode entronnene Insassen von Majdanek, der Franzose de Lucorantin, der Holländer Dänen, der Tscheche Tomaschek. Sie berichten von den Hinrichtungen, Quälereien und Folterungen, von dem unmenschlichen Terror. Die polnisch-sowjetische außerordentliche Kommission zur Untersuchung der Nazi-Gräuel in Lublin kam zu dem Ergebnis, dass als die Hauptschuldigen dieser Grausamkeiten anzuklagen sind, die Hitler-Regierung, ihr oberster Henker Himmler und seine Henkersknechte aus dem Sicherheitsdienst der SS des Gaues Lublin.